Die 10. Plaza Culinaria geht so langsam ihrem Ende entgegen. Die Gänge sind voll, die Gesichter der Aussteller sind zufrieden. Bei mir ist jetzt Thomas Rutzek, der stellvertretende Abteilungsleiter Messen. Das habe ich richtig angekündigt, nicht wahr? Vielen Dank. Geben Sie mir bitte mal ein kleines Fazit zur diesjährigen Jubiläums Plaza Culinaria. Ja. Insgesamt können wir sehr positiv Bilanz ziehen zu der vergangenen Veranstaltung. Wir haben mit über 38.000 Besuchern erneut ein sehr gutes Ergebnis dieser Veranstaltung zu Ende bringen können. Und ich glaube, wenn es so weitergeht und die Entwicklung sich weiter so abzeichnet wie im Moment, dann haben wir in den nächsten Jahren weiteren Zuwachs und weiterhin tolle Veranstaltungen mit der Plaza Culinaria. Jetzt wurde in diesem Jahr zum ersten Mal auch speziell die Vegetarier-Klientel angesprochen mit dem Veggie-Quartier in Halle 1. Wie war denn da die Rückmeldung? Äußerst positive Resonanz. Also dieses Thema, was sich neu eingefunden hat, was wir neu aufgenommen haben, ist bei unseren Besuchern insgesamt sehr gut angekommen. Und auch hier klare Tendenz, ausbaufähig und hoch erfreut darüber, dass wir es platzieren konnten. Ein Highlight auf der Plaza Culinaria war ja die Meisterschaft der Konditoren, wo dann der Titel Konditor bzw. Konditorin des Jahres verliehen wurde. Wie war denn da so die Rückmeldung oder das Interesse auch seitens der Besucher? Mein ganz persönlicher Eindruck war, dass viele Besucher den Weg dorthin gesucht haben, ganz gezielt, um diesem Erlebnis beizuwohnen. Besucher, die ich gesprochen habe, haben immer wieder ganz positiv über das, was sie dort sehen konnten, berichtet. Und somit muss ich auch hier sagen, ganz, ganz toll angekommen. Jetzt haben wir die ersten 10 Jahre Plaza Culinaria äußerst erfolgreich hinter uns gebracht. Jetzt folgen natürlich die nächsten 10. Was ist denn da angestrebt? Wo geht die Zukunft der Plaza hin? Unser Ziel kann nur sein, die Qualität der Veranstaltungen im Sinne und im Interesse unserer Besucher weiter zu verbessern und das Ausstellerumfeld noch interessanter, noch attraktiver zu gestalten, um auch für die nächsten 10 Jahre gut aufgestellt zu sein. Vielen Dank, Herr Mutzek. Und jetzt lassen Sie sich noch einmal kurz begeistern, verzaubern von Impressionen der Plaza Culinaria. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.